Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen Fashion Haul für euch und zwar hat sich einiges angesammelt. Nein, ich war nicht an einem einzigen Tag shoppen, sondern an mehreren. Es haben sich Klamotten gesammelt, wunderschöner Schmuck, Schuhe und ein bisschen was an Lifestyle. Das wollte ich euch heute in meinem Video zeigen. Und falls ihr Geld sparen möchtet, dann schaut unten mal in die Infobox. Ich habe nämlich einige Rabattcodes für euch. Da, wie gesagt, könnt ihr Geld sparen, falls euch irgendwas gefällt. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr im Anschluss bei meinem Schatz Gözde vorbeischaut. Ihr Kanal heißt Gözde Duran und auch sie wird heute einen Fashion Haul hochladen. Ich habe ihr tatsächlich auch schon was nachgekauft, da kommen wir gleich dazu. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir starten ins Video, damit es nicht zu lange wird. Falls es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir doch direkt mal bei der Gözde. Und zwar habe ich ihr dieses wunderschöne Oberteil hier nachgekauft. Wie ihr sehen könnt, schulterfrei. Ich liebe es, schulterfreie Oberteile zu tragen. Und zwar hatte sie das an, als wir uns alle bei der Maira getroffen haben. Und das Ganze habe ich mir dann noch in Schwarz bestellt. Es ist von H&M und ich muss euch sagen, dass es sehr, sehr stretchy ist. Also das heißt eng anliegend. Falls ihr das nicht mögt, so figurbetonte Oberteile, dann ist das definitiv nichts für euch. Und ich muss auch dazu sagen, dass es sehr, sehr schwer ist vom Material. Das heißt jetzt für den Bar wäre es nichts, denn man würde darin schwitzen. Heute ist es aber mal wieder total frisch, also ich frage mich wirklich, wann der Hummer kommt. Aber ich kann mir diese Oberteile auch sehr, sehr gut für den Herbst vorstellen. Für abends zum Beispiel, wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist, eine schöne Kette, kann man das total aufpimpen. Also es sieht wirklich super edel aus. Und weil mir das Ganze so gut gefallen hat, habe ich es mir auch noch in gestreift gekauft. Ja, das habt ihr auch schon in meinem DM-Haul gesehen. Da haben mich auch viele danach gefragt, wie gesagt, es ist von H&M. Dann wurde ich nach diesem Oberteil mehrfach gefragt. Und zwar ist es auch von H&M, auch wieder schulterfrei. Und auch dieses hier war relativ teuer. Ich meine 24,95 €. Aber es ist sein Geld wert. Also ich liebe es, ich trage es super gerne. Ich werde ständig danach gefragt. Und ja, deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich es ergattert habe. Ich schreibe euch übrigens alle Preise mal hier rein, weil ich sie nicht auswendig weiß. Dann machen wir direkt weiter mit H&M und schulterfreiem Oberteil. Und zwar diese wunderschöne Bluse hier hatte ich an und habe gesnappt. Und da wurden so, so viele Screenshots gemacht in Kombi mit dieser Hotpan hier. Auch, wie gesagt, von H&M. 14,99 € kostet die nur. Sehr, sehr günstig. Und ich hatte das so an und habe euch irgendwas gefragt in der Umkleidekabine und plötzlich wurden ganz viele Screenshots eben gemacht. Und ja, ich freue mich schon drauf, die zu tragen. Die ist richtig schön leicht vom Stoff her, also ideal, wenn die Sonne dann mal rauskommt. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir noch ein Basic mitgenommen, eben auch beim H&M. Die Oberteile hier, die trage ich super gerne unter einer Bluse und ja, habe ich in allen möglichen Farben, muss ich sagen. Für 5,99 € kann man auch da nichts falsch machen. Dann habe ich mir noch so eine Pumphose hier mitgenommen. Mein Mann mag die überhaupt gar nicht, aber ich glaube, das ist bei den meisten Männern so. Das ist mir aber relativ wurscht, weil sie ist total bequem. Und wenn ich einfach mal schnell Gassi gehe mit der Bella oder für hier zu Hause, ja, einfach eine total gemütliche Hose. Ich habe die sogar in XS genommen, weil die so groß ausgefallen ist. Für 14,99 €, ja, einfach ein Basic für den Kleiderschrank. Dann habe ich mir mitgenommen dieses Oberteil hier bei Vero Moda und ich finde es so, so schön. Ich freue mich schon so drauf, das zu tragen, weil mir die Farbe einfach super gut gefällt und weil es eben so locker ist und ich auch ein bisschen Schulter zeigen kann. Dafür habe ich bezahlt 14,95 €. Dann habe ich noch was bei Mango mitgenommen. Nee, falsch, bei Zara, Entschuldigung. Und zwar auch so ein Basic-Oberteil, das man einfach im Schrank haben sollte, meiner Meinung nach. Ich finde den Ausschnitt sehr, sehr schön und es fällt auch sehr locker. Hier oben habt ihr das nochmal so doppelt genäht, sodass es wirklich sehr edel aussieht. Auch hier wieder eine schöne, edle Kette, vielleicht auch eine ja, etwas dezentere Kette und dann sieht es wirklich sehr, sehr schick aus für 15,95 €. Genau, dann machen wir mal weiter mit Rombe. Da durfte ich mir zwei Oberteile aussuchen und zwar zum einen diese Bluse, also ist eigentlich ein Hemd und ich finde die so, so schön, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, wenn ich mir vorne einfach einen Knoten mache oder zum Beispiel eine weiße Hose und dann ja, diese wunderschöne Bluse, Hemd drüber, ja, da ist man angezogen für abends vielleicht
wenn man nochmal weggeht. Ja, hat mir sehr gut gefallen und die war auch recht günstig. Ich meine, die kostet 12 Euro. Dann habe ich mir, tata, wer soll es glauben, noch ein schulterfreies Oberteil bestellt, eben auch bei Rombe. Die ist, meine ich, ein bisschen teurer, die kostet 18 Euro, aber ich finde, die ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Sie ist von der Verarbeitung und vom Material her wirklich sehr hochwertig gemacht. Ich habe sie schon gewaschen und gebügelt, also da ist gar nichts dran und ich finde sie sehr, sehr schick. Sie ist ein bisschen kürzer geschnitten, aber ja, auch das muss mal sein. Ich habe euch ganz vergessen, noch die Bluse hier zu zeigen, die ist eben auch von H&M, so wie diese hier, eben nur in weiß. Vom Stoff her wirklich ganz, ganz angenehm, ganz leicht, wenn es draußen eben heiß ist. Ich mag das, wenn man dann Haut zeigt, wenn man schön gebräunt ist. Und ja, deshalb durfte diese Bluse auch noch mit. Dann zeige ich euch noch drei wunderschöne Sachen von Shein. Und zwar, oh mein Gott, ich liebe es jetzt schon, dieses Oberteil hier. Das ist auch tatsächlich hier wieder sehr, sehr edel gemacht, sehr gut verarbeitet. Und ich mag es sehr gerne, da es auch so asymmetrisch eben geschnitten ist. Ist ein Hingucker, schön verarbeitet. Es ist wie so gehäkelt hier unten. Und ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich meine, das gibt es auch noch in weiß. Da könnt ihr ja mal gucken. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, wenn man abends zum Beispiel am Strand spazieren geht oder eben im Hochsommer, wenn man im Schwimmbad ist. Ist mal schön angezogen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn wir schon von Urlaub und Strand sprechen, zeige ich euch dieses schöne Oberteil hier. Das gibt es auch noch in der anderen Farbe und auch dieses hier ist wieder super gut verarbeitet hier am Rand entlang. Könnt ihr schon sehen, hat wirklich eine super Verarbeitung, also da kann man nichts sagen, ihr habt dafür wenig Geld. Tolle Produkte, also ich bin da auch bei diesen Shops schon eingegangen, das muss ich natürlich auch zugeben. Die Sachen habe ich euch auch schon gezeigt, die mir nicht so gut gefallen haben, aber mit diesen Teilen hier bin ich super doll zufrieden. Und jetzt zeige ich euch noch ein Oberteil, da werdet ihr sicher denken, oh mein Gott, Heidi, wo willst du denn damit hin? Ja, also es ist für den Urlaub gedacht, es ist sehr, sehr kurz und man sieht hier sehr viel Haut. Aber ja, ich finde es super schön, es ist stretchy, das mag ich ja sowieso sehr gerne, so figurbetonte Sachen. Und wenn man dann einen pinkfarbenen Bikini drunter hat, so wie ich einen habe, sieht es wirklich sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Und wenn man einfach nur zum Strand runterläuft, dann reicht es auch, damit man da nicht halbnackt durchs Hotel nochmal laufen muss. Und deshalb durfte auch dieses wunderschöne Oberteilchen hier mit. Wie gesagt, ich verlinke euch ja alles unten in der Infobox. Jetzt machen wir aber mal weiter mit meinen Schuhen. Genau, ich hole die mal eben. Da bin ich wieder und ich zeige euch Schuhe von Schuhtempel 24 und zwar diese wunderschönen High Heels hier. Oh mein Gott, schaut mal bitte schön, wie schön die sind. Die haben hier so Glitzersteine und ich finde auch diese Ornamente wunderschön. Mein Papa wird im August 70 und da werden die auf jeden Fall angezogen. Ich freue mich schon riesig drauf. Schauen wirklich sehr, sehr edel aus. Die kosten 44,99 Euro und dann habe ich mir natürlich auch noch für den Alltag, denn mit diesen Schuhen kann ich natürlich nicht rumlaufen, mit meinen Kindern diese Schuhe hier bestellt. Die sind auch sehr, sehr schön, auch mal was anderes, ein Hingucker, wenn man zum Beispiel weiß gekleidet ist, einen weißen Rock zum Beispiel, ja, dann schaut das ganz, ganz toll aus, aber auch auf eine Jeanshose, ja, deswegen durften die mit. Schuhtempel 24 hat übrigens auch immer tolle Aktionen, da könnt ihr mal bei Facebook vorbeischauen, wenn ihr da immer ja, drauf schaut, dann seid ihr top aktuell informiert. Da schaue ich nämlich auch immer, was Sale betrifft oder irgendwelche Aktionen. Und ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei Facebook vorbei. Und jetzt kommen wir aber zu meinem wunderschönen Schmuck. Und zwar legen wir los mit diesen wunderschönen Ohrringen hier. Die habe ich schon so oft getragen und ständig werde ich danach gefragt. Die sind von Fräulein Röschen, so nennt sich der Online-Shop. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Hier habe ich nämlich auch schon den ersten Rabattcode für euch. Und zwar, wenn ihr Rossella Mia 10 eingibt, dann habt ihr die Möglichkeit, eben 10% zu sparen. Ich finde sie wunderschön. Die werden von Designern in Paris entworfen und dann eben in deren Ateliers angefertigt. Ich finde die wirklich ganz, ganz reizend. Die haben auf der Internetseite auch sehr, sehr puristische Sachen. Da könnt ihr mal vorbeischauen und natürlich auch auf Instagram könnt ihr mich verlinken, falls ihr da was Schönes geshoppt habt. Ja, die Ohrringe wollte ich euch auf jeden Fall schon mal zeigen. Und nachdem ich jetzt gerade gesnappt habe, haben mich auch ganz viele gefragt, ob ich nicht nochmal die Kette von der Mayra hier zeigen könnte. Die hat sie mir zum Geburtstag geschenkt, die Mayra, und hat mir auch einen Rabattcode eingerichtet. Ich finde die so, so schön, diese Kette, die ist so edel. Und auch hier heißt der Rabattcode RosellaMir10. Genau, wir machen weiter mit Schmuck und zwar von einem Online-Shop, der, oh mein Gott, auch super edel ist. Hier, das Ganze kam in diesem wunderschönen Säckchen hier an. Schaut mal bitte, wie schön das aussieht. Und das Ganze ist aus der Schweiz. Ich habe zum einen
diese wunderschönen Ohrringe hier mit diesem Herz und dann eben in Silber. Und dann mein absolutes Schätzchen, oh mein Gott, dieser Armreif hier. Also den könnt ihr entweder hier ums Handgelenk so machen. Moment, ich mache das mal mit euch zusammen. So, dann müsst ihr euch das Ganze eben noch mal ein bisschen enger machen oder dann eben hier oben tragen. Ne? Wenn ihr das hier oben tragt, sieht es natürlich auch wunderschön aus. Die sind nicht ganz günstig, die Sachen, denn die sind auch wieder handgefertigt und ja, super edel. Also man sieht tatsächlich die Kunst darin. Es ist kein 0815 Produkt, das kriegt ihr nicht an jeder Ecke und ich bin schwer begeistert. Und dann dieser Ring, da werde ich auch ständig danach gefragt, weil ich den eben auf Snapchat ständig trage. Der ist eben auch von diesem Online-Shop La Vivienne super edel. Wunderschön. Auch hier habe ich einen Rabattcode für euch. RosellaMir33, denn da könnt ihr 33% sparen, was ich eine ganze Menge Geld finde. Also schaut auch da sehr gerne mal unten in die Infobox. Und weil ich Schmuck liebe, wie ihr wahrscheinlich wisst, zeige ich euch noch was von Happiness Boutique. Das habe ich euch schon in meinem Follow Me Around gezeigt, die wunderschöne Statement-Kette, die wirklich sehr aussagekräftig ist. Nicht jedermanns Geschmack, ich weiß, aber ich liebe sie. Und noch eine etwas dezentere Kette, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch hier habe ich wieder einen Rabattcode für euch, über 20%. Bei Happiness Boutique findet ihr wirklich auch wunderschöne Ketten für einen schmaleren Geldbeutel, sage ich jetzt einfach mal so, die aber wirklich auch sehr, sehr aussagekräftig sind. Also ganz, ganz tollen Schmuck hat Happiness Boutique. Und jetzt machen wir mit Lifestyle weiter. Und zwar wollte ich euch noch diese wunderschöne Lampe hier zeigen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mich für Weiß entschieden und zwar von der Firma Tommons. Ja, genau, ich mag die super gerne und nachdem ihr ständig Roomtouren sehen wollt von unserem Haus und es so ein bisschen schwierig ist und ihr aber auf Snapchat einiges schon seht, wolltet ihr diese Lampe auch nochmal genauer sehen. Und dann wolltet ihr auch nochmal eine neue Aufbewahrung von meinem Laptop sehen. Das sieht so aus, in so einem Filzlook. Hier innen ist Velour, damit dem Laptop auch ja nichts passiert, also damit er nicht verkratzt. Sieht sehr, sehr hochwertig aus und ist es auch. Hier hinten habt ihr nochmal so zwei Taschen, da habe ich immer meine SD-Karten drinnen. Und es ist von der Firma Inatec. Genau, auch das verlinke ich euch sehr, sehr gerne mal. Das ist von Amazon und da war auch noch so ein Täschchen dabei. Ganz schön viel Input. Aber nachdem mich jetzt auch nochmal so viele auf Snapchat gefragt haben, ob ich meine Handyhülle zeigen kann, zeige ich sie euch sehr, sehr gerne. Die ist von Mr. Stripes. Und oh mein Gott, ich liebe sie. Und vor allen Dingen sieht die so, so edel aus. Schaut euch das mal an. Schaut mal, wie edel die aussieht. Voll mega, oder? So, hier habe ich jetzt noch ein Schätzchen. Wenn ich aber sitze, passt diese Tasche nicht ins Display. Ihr wolltet sie jetzt nochmal genauer sehen, deshalb zeige ich sie euch. Und zwar hatte ich die dabei, als ich zur Mayra gefahren bin. Da hattet ihr sie eben in meinem Follow Me Around gesehen. Bitte lasst euch nicht täuschen. Die ist wirklich so, so riesig, diese Tasche. Schaut mal zum Vergleich, das ist meine Hand. Und ja, deshalb ist sie wirklich ideal zum Verreisen. Allein von der Verarbeitung her, vom Material. Oh mein Gott, die ist so, so edel und so hochwertig. Ich bin wirklich schwer verliebt. Hier könnt ihr mal sehen, wie groß sie ist. Und ja, da sind jetzt Seifen drinnen wegen dem Geruch. Und hier habe ich jetzt noch so ein, ja, so ein Gurt. Das könnte man links und rechts dran machen, damit man sie eben anders tragen kann. Die Tasche ist übrigens von Gusti Leder. Und ja, da gibt es wunderschöne Taschen. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Also wie gesagt, ich bin total begeistert. Und euch hat sie ja auch schon auf Snapchat so gut gefallen. Und deshalb heute nochmal in meinem Video. So, meine Lieben, das war es soweit von meinem Fashion Haul. Ich weiß, es war jetzt eine ganze, ganze Menge, aber bitte bedenkt, dass ich vor kurzem Geburtstag hatte. Ich weiß auch, dass ihr unbedingt sehen möchtet, was mir mein Mann zum Geburtstag geschenkt hat. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier auf YouTube zeigen werde, aber auf Snapchat seht ihr das ja immer wieder. Und ansonsten würde ich mich jetzt total freuen, wenn ihr bei meinem Schatz Görstel vorbeischaut. Hinterlasst ihr liebe Grüße, da würde sie sich mit Sicherheit total freuen. Und wenn ihr dann noch Zeit habt und Lust habt, freue ich mich, wenn ihr bei meinem letzten Video vorbeischaut. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!